Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start und heute gibt es eine Karte, die ich normalerweise niemals in der Deal With Episode drangenommen hätte. Aber ich mache es heute doch und zwar, weil mir das Ganze vorgeschlagen wurde vom lieben Phil. Grüße an dich, mein Twitter-Follower, der mir da auch unter anderem seine Squads geschickt hat, die sehr, sehr interessant waren. Und eins von denen werden wir eventuell demnächst bei Subcreativity mal sehen. Aber dazu kommen wir in einem anderen Video, denn heute geht es um unseren Stürmer, den ihr bereits hier sehen könnt, beziehungsweise dessen Namen ihr bereits auf der linken Seite sehen könnt und dessen Namen auch, beziehungsweise ihr wisst natürlich auch schon, um wen es geht, weil es im Titel und im Thumbnail zu sehen ist. Es geht um Gabriel Jesus, den Neuzugang in der Winterpause bei Manchester City, der sich ja leider Gottes das Bein gebrochen hat, dementsprechend momentan nicht mehr aktiv ist, aber in seinen ersten paar Spielen richtig durchgedreht ist und das hoffentlich auch heute in dieser Episode machen wird. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auschecken, Links zu IG Vault, 6% Rabatt bekommen als Gaming TV auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben und ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, zu meinem Merchandise auszuchecken oder mein Merchandise auszuchecken und bei meinen Social Media Links vorbeizuschauen. Instagram, Twitter, Facebook. Haut auf jeden Fall da mal ein Follow bzw. ein Like raus. So, Gabriel Jesus. Wie gucken wir uns die Karte genauer an? Beziehungsweise wieso gucken wir uns die Karte genauer an? Kostet 140.000 Münzen. Ist eine One-to-Watch-Karte. Auch wenn er momentan so ein bisschen, naja, ich sag mal, unfähig ist, die zu verbessern, weil er verletzt ist. Aber trotzdem gibt es diese Karte und die ist günstiger als die Inform. Deswegen habe ich sie gekauft. 97 geboren, das heißt noch, beziehungsweise er ist jetzt gerade 20 Jahre alt geworden. Hohe Arbeitsraten, 5-Star Skills, 4-Star Weakfoot, 88 Tempo, 87 Dribbling, 81 Shooting und dazu 74 Passen und 71 Physis, Entschuldigung. Hat den Hawk Chemistry Style hier und seine Stats, die der Vorbesitzer erzielt hat, sind gar nicht so schlecht. Also wir haben hier 150 Torbeteiligung, 140 Spielen. Das ist sehr, sehr ordentlich und ich bin gespannt, wie er es in diesem Team hier bei uns schaffen wird. Navas, Varan, Team of the Group Stage ist es, glaube ich. Genau, rechts Piszczek, dann Kolo Ziyechak, zusammen mit Masuaku, Gilavogi, Dembele, Gündogan, Sterling, Lukaku. Das ist die Karte, die ich im Niemals-Allein-Team drin hatte, mit Dybala vorne drin, die auch mittlerweile, glaube ich, auf 192 Torbeteiligung, 180 Spielen kommt, auch nicht schlecht. Und eben Gabriel Jesus. Sieht ziemlich stark aus, finde ich. Die Frage ist, spielt es auch so stark? Das werden wir rausfinden. Ich suche einen Gegner und wir sehen uns gleich wieder. So, Gegner ist gefunden und zwar haben wir André Hahn, Movember-Karte. Dann haben wir Horn, Süle, Tar, Weiser, Hector, Dahuti, Davi, Rode, Bellarabi, Schürrle. So ein bisschen zukünftiges Nationalteam, zumindest in der Defensive. Aber an sich nicht zu unterschätzen, vor allem, weil wir nicht einen roten Link haben. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht gefährlich werden könnte. Ja, das könnte gefährlich werden. Das geht ja richtig gut los hier. André Hahn, erste Chance, erstes Tor und das ging viel zu einfach. Da war ja überhaupt keine Gegenwehr. Also in keiner Hinsicht und ja, alles klar. Dann kommen wir halt jetzt erst zu den Ingame-Stats. Ein bisschen ärgerlich, dass wir natürlich jetzt schon kassiert haben. Aber okay, 87 Positioning, 85 Finishing. Ist für eine 81 Shooting-Karte gar nicht mal so schlecht, vor allem für eine 82 bewertete. Sieht sehr, sehr gut aus. Agilität ist sehr, sehr hoch. Gucke ich gleich mal einmal kurz nach. Aber erstmal legen wir hier den Ausgleich auf. Gündogan, da ist er. Sehr schön. Falscher Spieler, aber Ausgleich ist trotzdem da. 92 Agilität, das heißt, er hat zusammen mit seiner 88er Balance und seinem 86er Antritt ein sehr gutes App-Rating von eben, ich glaube, 89 im Dreh. Dazu 87 Dribbling, 83 Ballkontrolle, 80 kurzer Pass, 80 Jumping auch, 99 Ausdauer, 61 Körperstärke ist bei der Größe gar nicht so schlecht, 73 Heading, das heißt Kopfball kann er im Notfall auch und eben die 5-Star Skills und der 4-Star Weakfoot. Sehr, sehr schön. Und hier kommt Gabriel Jesus und wird gestoppt von Hector, weil er auch den falschen Trick gemacht hat. Ich wollte eigentlich ein Roulette machen und nicht diesen komischen Übersteiger da, aber vielleicht kommen wir nochmal in eine Situation mit ihm rein hier in dieser, ja, Angriffsfolge. Sterling und da wäre der Pass gewesen, fast auf Gabriel Jesus, hier ist er, Abschluss, kommt da nicht zu. Oh, dass er den nicht reinmacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, der wäre drin, da war es auch so schön abgefälscht von unserem Verteidiger, genauso, dass Hahn noch eine bessere Ausgangsposition hatte, nach dem Pass da von, was war das denn? Nach dem Pass da gerade von Didavi. Oh, und das wird gefährlich, das wird richtig gefährlich, Masuaku ist noch da. Kannst nicht verhindern. Oh, und dann der Schuss an. Das war der Rechte. Die Davi hat keinen Rechten. Das war schon stark, dass er da irgendwie am Ball geblieben ist. Aber ich komme nicht in die Abschlusssituation. Vielleicht mache ich es mir auch selbst ein bisschen zu kompliziert in gewissen Situationen. Schöne Grätsche vom Varan. Und jetzt der Ball raus auf Hahn. Der auf Bellarabi. Ja, aber da ist Sterling. Nein, da ist nicht Sterling. Davi frei schießen lassen und mit links kann das halt besser als mit rechts und deswegen trifft er. Also das ist bisher ein ganz, ganz komisches Spiel. Ich kann auch nicht so wirklich sagen, woran es liegt, dass, ja, weiß ich nicht, aber schöner Schuss auf jeden Fall. Keine Frage. Oh, oh, Bellarabi ist 10-mal schneller als Kolo Ziyechak.
Und Gott sei Dank ist der Pass im Rückraum schlecht. Ich komme gar nicht mehr vorne richtig mit Jesus zum... Oh mein Gott, der spielt selbst Dembélé fehlt. Besser, der normalerweise nie sowas macht. Ich komme mit Kolodziejczak vorne. Mit Kolodziejczak, genau. Mit Gabriel Jesus gar nicht. Ich komme mit Gabriel Jesus gerade vorne nicht überhaupt... Ich komme mit Gabriel Jesus gerade vorne überhaupt nicht zum Zug oder zum Einsatz oder irgendwas. Ja, okay, das war auch scheiße gemacht. Der ist total abgemeldet, weil die Defensive sehr, sehr gut steht und den sehr, sehr gut unter Kontrolle hat. Allerdings hat die selbst Dembélé gut unter Kontrolle. Ja, das war ein guter Lauf und jetzt der Pass auf Gabriel Jesus und da ist das Tor. Ja, man muss es halt nur sagen. Ne? Man muss es quasi ankündigen, dass es nicht läuft und dann wird es besser. Sehr schön. Guter Abschluss aber auch aus dem Winkel bzw. aus der Position gerade in der Mitte direkt vorm Tor und direkt bei Timo Horn. Ist es nicht so einfach. Dembélé natürlich schön an der Grätsche von Hector vorbeigegangen und dann durch die Beine. Nee, aber trotzdem schönes Tor. Ja, wir sehen gerade übrigens, ist mir gar nicht aufgefallen, Süle ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Das heißt, wir haben jetzt einen Mann weniger in der gegnerischen Defensive. Und die Chance, oh Gott, für Lukaku. Aber der ist noch total abgemeldet. Also von dem sieht man wirklich nichts. Und das ist nicht, weil ich provozieren möchte, dass er gleich ein Tor macht. Also würde ich natürlich gerne, aber von dem aber würde ich noch gar nichts mitbekommen. Ich hätte, glaube ich, vergessen, wenn mein zweiter Stürmer ist, hat er nicht gerade am Ball gehabt. Schön dazwischen gewühlt von Jesus und der Abschluss ist gut. Und das ist das 3:2 Doppelpack. Von unserem Youngster. Sehr, sehr geil gemacht. Ganz, ganz stark da den Ball nochmal erobert, nachdem der eigentlich schon weg war. Ich wollte natürlich mit Lukaku direkt ablegen auf Jesus. Das war schon so geplant. Nicht, dass dann Jesus zu langsam ist. Aber macht er natürlich klasse. Und dass er den so reingrätscht, ist auch nicht selbstverständlich, weil das machen die auch nicht immer. Normalerweise haut er den dann direkt auf den Torwart oder vorbei. Vor allem, weil Horn ja auch kein schlechter ist und volle Chemie hat. Aber wobei, vielleicht gerade weil er volle Chemie hat, geklappt. Normalerweise sind ja Butlands auf 3 Chemie die besten. Hahn-Ausgleich. Nee, doch nicht. Puh. Glück gehabt. Oh oh, Jesus, Abstauber, Abstauber! Das wäre es gewesen, der Hattrick. Leider Gottes nicht, aber trotzdem ist es bezeichnend, dass der Ball wieder zu ihm springt. Irgendwie hat er eine gewisse Anziehungskraft. Oh, schön von Sterling und jetzt Lukaku einsetzen. Und jetzt müsste Jesus laufen, macht er auch, aber der Ball geht erstmal raus zu Dembélé. So, jetzt müsste normalerweise Dahoud mit dem beschäftigt sein. Ja, aber macht er sehr, sehr stark, der Gegner. Und das war ein ganz schlechter Ronaldo-Job. Der verteidigt das gut. Der hat auch wirklich Pech gehabt bei den 3 Gegentoren. Und das waren alles keine Dinger, die normalerweise zwingend passieren. Das war auch gut gemacht teilweise da von Jesus. Ah, Schürrle abgewehrt von Kolodziejczak. Sehr gut. Autsch. Kein Foul, was? Und dann fast der Ausgleich. Wahnsinn. Habe ich mir gerade selbst den Ball in die Hacken gespielt, indem ich gelaufen bin. Das sah so, als ob er gar nicht berührt hätte, sondern als ob er schon vorher weggebounced wäre. Eieiei. Ich will nochmal Jesus einsetzen. Ich will unbedingt das dritte Tor. Schön von Gündogan und jetzt Lukaku. Lukaku, schneller als Tah. Aber wo ist Jesus? Jesus steht noch viel zu weit hinten. Kann ich jetzt nicht viel machen aus der Situation. Aber ich kriege ihn nochmal gespielt. Ah, und dann kommt die Ablage. Nicht mehr die letzte. Wieder ein zu viel. Warum denn zu ihm? Auch wenn ich einen Pass in den Lauf spiele in so einer Situation, dann soll er natürlich zu Lukaku und nicht zu Sterling. Och, was für ein Ball. Ich glaube, ich sollte die Autopasshilfe ausstellen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh nee, und jetzt der Konter. Und jetzt die große Frage, macht er noch was draus? Bellarabi war vielleicht seine letzte Gelegenheit. Ah, schöne Grätsche von Varane. Dafür habe ich den Kerl. Und nochmal Dembélé mit den letzten Energiereserven, die er hat. Mit dem Ball auf Gabriel Jesus. Timo Horn. Das war eine heftige Parade. Das war eine richtig heftige Parade. So, wir haben eine kleine Eckenstaffette. Wieder Sterling. Jesus kommt natürlich nie an den Ball. Oh, aber ist vorbei. Sehr gut, wir gewinnen das Spiel mit 3:2. Unser Gegner konnte nicht mit Gabriel Jesus dealen, denn der hat hier 2 Buden gemacht und uns somit den Sieg beschert zum 3:2. Navas hat 2 kassiert, aber da konnte er beide Male nicht wirklich was machen. Und die Davi hat ein schönes Tor geschossen. Aber ich fand, dass Jesus doch schon sehr, sehr stark war. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, diese gewisse Anziehungskraft, die der hat, Man of the Match, auch sehr schön. Die haben nicht so viele Spieler, dass er wirklich das Glück hat, dass der Ball so zu ihm springt und so. Ich weiß nicht, ob das am guten Positionsspiel liegt oder an der Agilität oder an sonst was oder daran, dass er eine One-Watch-Karte so ein gewisses Flair hat. Ich habe keinen Plan, aber es gefällt. Ich habe auch nicht ausprobiert, ob Flair hat. Ich weiß es nicht. Müsste man sehen, wenn er Rabona kann, aber kann er wahrscheinlich mit Five-Star Skills. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gefällt mir sehr, sehr gut und dementsprechend bekommt diese Karte von mir eine 9 von 10. Ist ein bisschen teuer, hat nicht die aller krassesten Werte, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Hat aber dafür eine perfekte Liga und eine perfekte Nation.
Und eine sehr gute und variable Position kann man auch als Zehner oder Mittelstürmer spielen. Von daher definitiv cool und empfehlenswert. Und ich bin gespannt, wie der sich in diesem Team schlagen wird. Denn, das werde ich später nochmal genauer vorstellen, beziehungsweise was ich mir dabei denke, das wird eins meiner neuen Hauptteams werden. Ja, mal sehen, wie das funktioniert. Gut, ich würde sagen, das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 500 Likes wären richtig cool. Checkt die Links in der Beschreibung ab und abonniert diesen Kanal kostenlos. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unter dem Video auf dem roten Button habt ihr die Gelegenheit dazu. Ich würde mich freuen, da verpasst ihr kein Video mehr. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.